Das Polarmeer ist eine der kältesten und entlegensten Regionen der Erde. Hier ist die Heimat des Grönlandwals, der in dieser eisigen Umgebung sein gesamtes Leben verbringt. Der älteste Grönlandwal, der je gefangen wurde, war 211 Jahre alt. Forscher schätzen, dass er durchaus noch 40 Jahre hätte leben können. Kein anderes Säugetier wird so alt. Und damit ist der Grönlandwal ein einzigartiger Zeitzeuge der Geschichte. Folgen Sie uns auf einer Zeitreise durch das Leben dieses arktischen Riesen. Die Geburt im 18. Jahrhundert. Die erste Paarung. Das 19. Jahrhundert, in dem er beinahe ausgerottet wird. Der Beginn der Dampfschifffahrt. Die Weltkriege. Die Geräusche im Meer haben sich seit Geburt unseres Wals sehr verändert. Und jetzt zwingt ihn der Klimawandel, andere Gewässer aufzusuchen, damit er ausreichend Nahrung bekommt. Ein Leben geprägt von ständiger Veränderung und Anpassung. (1790) Die Französische Revolution ist auf ihrem Höhepunkt. Grönlandwal ist gerade mal ein paar Tage alt und hat immer noch die schrumpelige Haut neugeborener Kälber. Bei einer Lebenserwartung von mehr als 200 Jahren muss er sich auch nicht beeilen, erwachsen zu werden. Das für Säugetiere außergewöhnlich große Maul und die untypischerweise oben auf dem Kopf sitzenden Nasen- und Blaslöcher haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Denn ursprünglich lebten Wale an Land. Erst vor 50 Millionen Jahren sind sie ins Wasser abgewandert. Das Kalb wird ein ganzes Jahr lang gesäugt. Was beim Menschen die Brustwarze ist, sitzt beim Wal in Nähe der riesigen Schwanzflosse, der sogenannten Fluke. Sicherlich auch durch die lange Stillzeit haben Walmütter und ihre Kälber eine besonders innige Bindung. Das Kalb wiegt schon jetzt respektable 3 bis 4 Tonnen und ist dennoch völlig hilflos und auf seine Mutter angewiesen. Sie wird ihm in den nächsten Monaten alles Lebenswichtige beibringen. Und die erste Unterrichtsstunde hat schon begonnen. Das Kalb fürchtet sich offenbar, unter die Eisdecke zu tauchen. Als die Mutter jedoch einen Riss im Eis entdeckt, folgt ihr das Junge. Wenn sich die Spalte schließt, sollten die beiden schleunigst umkehren. Das Kalb muss schon bald Luft holen. Es fällt zurück. Und verliert den direkten Kontakt zur Mutter. Es kann sie zwar noch hören, aber in dem trüben Wasser schon bald nicht mehr sehen.
Natürlich hat die Mutter gewartet. Und ein wenig Körperkontakt schafft die nötige Geborgenheit, die das Junge dringend braucht, um seine Angst zu überwinden. Schließlich entdeckt es sogar die Vorteile einer mehr oder weniger geschlossenen Eisdecke. Man kann sich darunter verstecken. Ende des 18. Jahrhunderts haben Geräusche unter Wasser noch nichts mit dem Eingreifen des Menschen zu tun. Was man Jahrhunderte später für Kanonendonner halten könnte, ist lediglich ein Seebeben. Und auch die scheinbaren Explosionen eines Feuerwerks sind in Wirklichkeit nur die Vorboten des Frühlings. Das Eis bricht auf und schlagartig bilden sich darin Risse. Das Meer öffnet sich für seine Wale und deren Feinde. Dieser Ruf ist das Zeichen. Die Walfänger müssen sich fertig machen. Von ihrem Hauptschiff steigen die Männer um in mehrere kleine Ruderboote, mit denen sie den Wal stundenlang verfolgen, bis er so erschöpft ist, dass sie ihn erlegen können.142 Wale sterben 1790 allein in der Region, in der unser Kalb aufwächst. In der Meerenge der Davisstraße, der Disko Bay, in der Baffin Bay und den Gewässern des kanadischen Territoriums. Zwei weitere Grönlandwalpopulationen leben vor Alaska und in der Gegend von Spitzbergen. Wale gelten zu dieser Zeit als dämonische Kreaturen, die man fürchten muss. Trotzdem bringt man ihnen ein gewisses Mitgefühl entgegen. Ein Kapitän schreibt in sein Logbuch: Es ist wirklich schmerzvoll, Zeuge zu sein beim Todeskampf dieser riesigen, schwerfälligen Tiere. Manch einer bezeichnet sie sogar als unglückliche Monster. Nicht zuletzt, weil einige, wenn sie von einer Harpune getroffen sind, in Panik geraten. Und die gewaltigen Kräfte, mit denen sie jedes der kleinen Boote mühelos zerschmettern könnten, gegen sich selbst richten. In gewisser Weise begehen sie Selbstmord. Mit voller Geschwindigkeit tauchen sie nach unten ab und prallen ungebremst auf den Meeresgrund. Die Kräfte, die dabei frei werden, sind so stark, dass sich die Wale den Unterkiefer brechen und daran sterben. Ein Jahr ist vergangen. Das Junge ist jetzt gut doppelt so groß und misst stolze 9 Meter. Es ist ein junges Männchen, was man aber normalerweise nicht sehen kann, weil sein Penis in einer Hautfalte verborgen liegt, um den Strömungswiderstand zu verringern. Bis zur Geschlechtsreife werden aber noch 24 Jahre vergehen. Im Moment gilt es, keine Braut, sondern vielmehr Futter zu finden. Denn der stets verfügbare Quell an Muttermilch ist versiegt. Schon in 50 Meter Tiefe ist es so dunkel, dass das Kalb potenzielle Beute nicht mehr sehen kann. Aber oft schwimmt sie auch oben. Wasserflöhe und winzige Krebse. Kleinste Krebse, der sogenannte Krill, als Nahrung für einen der größten Säuger der Welt. Das bedeutet nicht, dass er wenig frisst.
Statt Zähne trägt er bis zu 700 Barten, kammartige Hornplatten im Maul, mit denen er den Krill aus dem Meerwasser filtern kann. Mit solch einer Grundausstattung erbeutet er in ein, zwei Monaten bis zu 30 Tonnen. Von denen kann er allerdings notfalls auch ein ganzes Jahr leben. In 1815 wird Napoleons Schicksal in der Schlacht von Waterloo und das Schicksal der Wale in Paris und London besiegelt. Korsette aus den Barten, vor allem aber Öl aus der Fettschicht des Grönlandwals, sind hoch begehrt. Das Öl wird genutzt zum Schmieren von Motoren, in der Textilindustrie, zur Herstellung von Seife, Teer, Farben und Lacken oder zum Gerben von Leder. Und schließlich zum Betreiben von Lampen. Von allen Städten Europas ist London die bestbeleuchtete. Jeden Abend erstrahlen 15.000 Laternen, betrieben mit Öl, das aus den Grönlandwalen gewonnen wurde. Wenn das Eis im Frühjahr schmilzt, ziehen die Wale wieder zur Disco Bay. Einer der besten Futtergründe der Region. Im Sommer geht's weiter Richtung Kanada. Der Weg dorthin führt allerdings durch den gefährlichen Lancaster-Sund. Dort warten die Walfänger schon mit ihren Harpunen. Die Wale, die den Lancaster-Sund unbeschadet passieren konnten, verbringen den Sommer in den kanadischen Gewässern, um schließlich im Spätherbst, wenn das Meer wieder gefriert, gen Süden zu ziehen, um dort zu überwintern. Eine Strecke von fast 5000 Kilometern, die die Wale jedes Jahr zurücklegen und deren Verlauf den Walfängern bestens bekannt ist. Es ist Frühling. Aus dem Waljungen ist ein junger Mann geworden. Mit seinen 25 Jahren ist er noch nicht ausgewachsen, hat aber eine stattliche Länge von 13 Metern erreicht. Er ist jetzt geschlechtsreif. Der Gesang der Walkühe ist für ihn faszinierend und verwirrend zugleich. Sie können zwei Melodien gleichzeitig von sich geben. Zum Beispiel eine Imitation des Beluga-Wals und ihre eigene Komposition. Das Gehör des jungen Wals ist so empfindlich, dass er die Gesänge einige hundert Kilometer weit hören kann. Der Schall ist unter Wasser mehr als viermal so schnell wie in der Luft. Ein Gesang, der bis zum Ohr des jungen Wals gerade mal 5 Minuten braucht, ist also fast 400 Kilometer entfernt. Für diese Strecke braucht der Wal schon 1 bis 2 Tage. Und als er endlich am Ziel ist, macht er lautstark und mit viel Akrobatik auf sich aufmerksam. Schaut her, hier bin ich. Ich suche ein Weibchen. Seht mich doch mal genauer an. Ich bin stark und schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Schließlich hat er sich ausreichend vorgestellt und angepriesen und kann sich den anderen Walen nähern.
Die fremdartigen Klänge sind wahrscheinlich nichts anderes als eine angeregte Unterhaltung. Dabei scheinen die Wale auch bestimmte Zeichen zu geben, indem sie Luft durch ihre Blaslöcher ausstoßen. Der junge Grönlandwal macht Avancen. Er taucht unter die Walkuh und stößt mit seinem riesigen Kopf ganz leicht gegen ihren Bauch. Dort liegt in einer Hautfalte verborgen ihr Geschlechtsorgan. Dann dreht er sich auf den Rücken und präsentiert seinen Bauch und seinen Penis. Die Kuh ist offenbar beeindruckt, denn der junge Wal kommt zum Zuge, ohne dass er sich groß gegen Konkurrenten hätte durchsetzen müssen. Es ist sein erster Geschlechtsakt. Für die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ist der Grönlandwal unersetzlich, als Quelle für Öl. Er schafft Arbeitsplätze und sichert damit das Leben tausender Menschen. Über ein Jahrhundert lang wird der Walfang daher staatlich subventioniert. Doch dann gibt es plötzlich eine neuartige Straßenbeleuchtung. Statt mit Öl werden die Lampen jetzt mit Gas betrieben. Auch in der Industrie wird Walöl immer mehr durch pflanzliche Öle ersetzt. Die britische Regierung stellt als Folge jede staatliche Unterstützung ein. 1823 droht der Walfangindustrie das aus. Den Grönlandwalen nützt das leider gar nichts. Denn die Walfanggesellschaften denken nicht daran, klein beizugeben. Die Devise heißt jetzt, es muss noch mehr gefangen werden. Die Walfänger sind jetzt hinter jedem Wal her, der ihnen vor die Harpune kommt. Auch Mütter mit ihren Kälbern werden nicht mehr verschont. Der Walfang wird zum Blutbad. Im August 1823 segelt der britische Walfänger Cumbria in den Lancaster-Sund, den Beginn der Nordwestpassage. Im Logbuch wird vermerkt, am Ufer liegen hunderte Walkadaver und im Umkreis mehrerer Kilometer stinkt es nach Verwesung. Gegen Abend nimmt die Zahl an Kadavern noch zu. Und die Ausdünstungen sind nahezu unerträglich. Die Wale werden zurückgelassen, ohne ihr Fleisch von den Knochen zu lösen. Dafür gibt es keinen Markt. Geld bringen nur die Barten zur Herstellung von Korsetten und Schirmen und natürlich die Fettschicht zur Ölgewinnung. In diesem Jahr werden 1406 Wale getötet. Und jeder einzelne sorgfältig mit einer Fluke im Logbuch verzeichnet. Rein kräftemäßig hätte jeder dieser Wale seine Angreifer besiegen können. Und so ist es wirklich verhängnisvoll, wie wenig der Grönlandwal in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Man kann ihn leicht fangen, weil er so langsam und so vertrauensselig ist. Und weil er sich, im Gegensatz zu anderen Walarten, nicht einmal wehrt. Unser Jungwal hat den Lancaster-Sund zum Glück unbeschadet passiert und befindet sich jetzt in kanadischen Gewässern. Das Nahrungsangebot ist hier im Moment äußerst reichhaltig, was natürlich auch Artgenossen anlockt. Man trifft sich gewissermaßen zum kalten Buffet.
Und wie das auf Partys so ist, irgendwann wird's gemütlich. Die eindringlichen Gesänge der Wale haben durchaus etwas von einer angeregten Unterhaltung. Schon bald scheint es so, als ob diese arktischen Riesen miteinander spielen. Angelockt vom Futter, aber auch von diesem regen Treiben, kommen immer mehr Wale dazu. Schließlich sind es 12 Grönlandwale. Alle sind ausgesprochen friedlich und scheinen in stillem Einvernehmen einfach nur zu genießen, dass sie hier zusammen sein können. Sie wedeln mit ihren Flossen, den Finnen. Solch ein Treffen scheint sich die Anreise von einigen tausend Kilometern zu lohnen. Mhm. 1835 beginnt eine Reihe von besonders harten Wintern. Viele Walfänger bleiben mit ihren Schiffen im Eis stecken. Und in einem Winter werden 19 der festgefrorenen Schiffe vom Eis so stark beschädigt, dass sie sinken. Doch selbst die Wracks Das Blutbad ist vorbei. Vorerst.
Segelschiffe ist das ein großes Problem, das aber mit moderner Technik durchaus gelöst werden kann. Von weit her nähert sich ein neues, fremdartiges Geräusch. Die Walfänger haben Motoren bekommen. Die alten Segelschiffe wurden umgebaut. Ein denkwürdiger Moment. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Erde, dass künstliche Geräusche durch den Ozean ziehen. Unser Wal, mit seinen 67 Jahren immer noch ein recht junger Mann, beschließt vorsichtshalber zu fliehen. Alle sind Säugetiere und atmen mit Lungen. Wenn unser Wal nicht rechtzeitig auftaucht, wird er ertrinken. Schließlich taucht er auf. Die Luft wird knapp. Außerdem hat er offenbar eine geeignete Stelle gefunden, um die Eisdecke zu durchstoßen. Mit einer ungeheuren Wucht bricht er durch das Eis. 30 Tonnen Kraft stecken hinter diesem Stoß, mit dem er Eisdecken von gut 30 Zentimetern Dicke aufbrechen kann. Nach einem Jahrzehnt vergleichsweise Ruhe tauchen in den 1860er Jahren plötzlich Walfänger mit Harpunengewehren auf. Und schließlich entwickelt ein norwegischer Erfinder sogar eine Harpunenkanone. Den ultimativen Walkiller. Die Harpune dringt in den Wal ein und explodiert. Ein schneller Tod. Vorbei die Zeiten, in denen der Wal in panischer Flucht die Boote hinter sich herzieht, bis er nicht mehr kann. Stahlschiffe und Harpunenkanonen markieren den Beginn des modernen Walfangs. Und sie sind geradezu bestialisch effektiv. Doch Schiffsrümpfe aus Stahl werden erstaunlicherweise oft von Eisbergen aufgerissen. Ein Schiff nach dem anderen sinkt. Und das schon 50 Jahre bevor die Titanic ein ähnliches Schicksal erleidet. Wie schon so oft sind die Wale unter der Eisdecke am besten geschützt. Und tatsächlich müssen sie sich immer noch verstecken. Denn für das aus ihrem Fettpanzer gewonnene Öl gibt es neue Verwendungszwecke. Nach dem Desaster mit den Stahlschiffen gehen wieder zahllose hölzerne Dampfschiffe auf Walfang. Ende des 19. Jahrhunderts wird das Gros des Walöls zu Seife verarbeitet. Der Stellenwert von Hygiene und Gesundheit wächst. Aber auch die Bevölkerung Europas wächst, und zwar rapide. Und damit wächst auch der Bedarf an Seife. Nach der Jahrhundertwende wird das Öl außerdem vermehrt zur Margarineproduktion verwendet.
Der Markt für Walöl ist so groß wie nie zuvor. Die Walfänger können gar nicht genug Beute machen, um die Nachfrage nach Walöl zu stillen. Elf ist unser Wal 121 Jahre alt. Ein Mann im besten Alter. 1911 scheint ein bedeutendes Jahr zu sein. Wieder einmal wird das Ende des kommerziellen Walfangs verkündet. Doch letztlich geschieht das bloß aus finanziellen Gründen. Es gibt nur noch wenige hundert Grönlandwale. Und dafür lohnt es sich nicht mehr, Schiffe rauszuschicken. Seitdem im 18. Jahrhundert der kommerzielle Walfang begann, wurden 99% der Walpopulation abgeschlachtet. Und die Bestände scheinen sich nicht zu erholen. Die Walfangindustrie hat sich selbst zerstört. Endlich senkt sich so etwas wie Frieden auf das arktische Meer. Was die Artgenossen betrifft, ist es allerdings leer geworden. Das nächste, was unser Wal von der westlichen Welt mitbekommt, ist ein weit entferntes Donnern. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Und dem fallen auch wieder Wale zum Opfer. Sprengstoffe aus hochexplosiven Glycerinen werden aus Walöl gewonnen. Und die Soldaten der Bodentruppen reiben sich täglich ihre Füße mit Walöl ein, um Risse und Fußbrand zu vermeiden. Aber es ist nicht länger der Grönlandwal, der dieses Öl liefern muss. Inzwischen haben die Walfänger andere Walarten ins Visier genommen. Neunzehnhundertfünfunddreißig ist wirklich ein bedeutendes Jahr für den Grönlandwal. Als weltweit erste Tierart wird er vom Völkerbund unter Schutz gestellt. Sehr wirkungsvoll ist das Abkommen nicht, weil wichtige Walfangnationen wie Norwegen und Großbritannien keine Mitglieder im Völkerbund sind. Aber es findet ein Umdenken statt. Im Geburtsjahr unseres Wals setzten sich französische Revolutionäre erstmals für die Menschenrechte ein. Jetzt, 1935, setzen sich Menschen erstmals für die Rechte eines Tieres ein. Nur zwei Jahre später fährt ein hochmoderner Walfänger, die New Sevilla, in die Davisstraße ein. Mit sich führt sie eine Flottille kleinerer Schiffe, mit denen der eigentliche Walfang erfolgt. Das Zerteilen und die Verarbeitung der Wale findet dann auf dem Hauptschiff statt, eine der ersten schwimmenden Walverarbeitungsanlagen. Wieder einmal flieht unser Wal unter das Eis, wie er es vor inzwischen 147 Jahren von seiner Mutter gelernt hat. Er kann ja nicht wissen, dass die Walfänger gar nicht hinter ihm her sind, weil er inzwischen geschützt ist. Die New Sevilla fängt stattdessen andere Walarten. In nur drei Monaten erlegt sie 552 Tiere. Doch schon 1940 wird die New Sevilla von einem deutschen U-Boot torpediert und sinkt.
Nach dem Krieg beginnt die gnadenlose Ausbeutung der Wale aufs Neue. Unser Grönlandwal lebt in Frieden. Bis zu einem denkwürdigen Tag im August 1960. Wie schon so oft ist er auf dem Weg in den Lancaster-Sund. Er schwimmt allein. Aber es ist so, als ob ihm ein Schatten folgt. Das Sonar eines U-Boots ist für Wale mörderisch. Es kann Blutungen im Innenohr und im Hirnbereich auslösen. Und es bewirkt, dass die Tiere die Orientierung verlieren. Oft genug stranden sie dann und verenden. Die Sea Dragon fährt als erstes U-Boot unter dem Eis durch die Nordwestpassage. 1969 gelingt der Manhattan, einem Supertanker, das gleiche über Wasser. Die Mitarbeiter der Ölfirma haben erfolgreich bewiesen, dass es möglich ist, die Passage zu bewältigen. Auch wenn sie nicht eisfrei ist. Heute braucht man dazu keinen Eisbrecher mehr. Die Disco Bay ist im Frühling oft vollkommen frei. Und mit dem Eis ist auch das Plankton und der Krill verschwunden, von dem sich unser Wal ernährt. Es ist das erste Mal, dass er nach Futter suchen muss. Und so zieht er notgedrungen gen Norden, zur Packeisgrenze. Dort findet er zum Glück noch große Mengen an kleinen und kleinsten Schellfischen. So erlebt ein Grönlandwal den Klimawandel. Weniger Eis, das bedeutet auch mehr menschliche Aktivität in Gegenden, die früher Hoheitsgebiet der Grönlandwale waren. Immer mehr Schiffe fahren inzwischen durch die Davisstraße. Und alle machen Lärm. Transportschiffe, Fischdampfer, Militärschiffe, Kreuzfahrer. Für die empfindlichen Walohren ist das eine Tortur. Plötzlich bebt die See in Explosionen, die so heftig sind, dass sie ein Wal noch aus 3000 Kilometer Entfernung hören kann. Sie stammen von Sprengungen auf dem Meeresgrund. Man sucht nach Öl und dringt noch tiefer in eine Welt ein, in der der Mensch eigentlich nur Gast sein sollte.1990 ist der Grönlandwal inzwischen mehr als 50 Jahre geschützt. Aber bei der extrem geringen Vermehrungsrate dieser Tiere gibt es noch keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Population erholt. In der Region, in der unser Wal heimisch ist, leben immer noch nur einige hundert Grönlandwale. Im Jahr 2000 dagegen gibt es im Frühling eine Riesenüberraschung. Es grenzt an ein Wunder. Zum ersten Mal seit langer Zeit wird wieder eine größere Anzahl von Grönlandwalen in der Disco Bay gesichtet. Im Jahr darauf sind es noch mehr. Und im Verlauf nur weniger Jahre ziehen im Frühling plötzlich mehr als 1000 Grönlandwale hierher. In diesem Maße können sie sich unmöglich vermehrt haben. Wo also kommen sie her? Antwort: Sie sind Einwanderer aus Alaska. So hat der Klimawandel auch mal etwas Gutes. Denn die oft eisfreie Nordwestpassage bedeutet nicht nur für Schiffe, sondern auch für Wale eine neue Verbindung. Die Alaska-Wale haben diese Chance genutzt und sind umgesiedelt. In eine Gegend, in der es viel Futter, aber nur wenige Futterkonkurrenten gibt.
Vielleicht haben sie damit die Population im Osten Amerikas und Kanadas gerettet. Die Alaska-Wale sind die einzigen, die das 18. und 19. Jahrhundert einigermaßen unbeschadet überstanden haben. Im Moment leben dort rund 12.000 Wale. In der Heimat unseres Wales sind es inzwischen auch schon wieder 6.000. Die offene Nordwestpassage hat dazu beigetragen, dass sich diese Population stabilisieren konnte. Die einst mit 50.000 Tieren größte Walpopulation um Spitzbergen galt Anfang des 20. Jahrhunderts als ausgestorben. Aber einige Tiere scheinen doch überlebt zu haben und sich langsam zu vermehren. In ihren Gesängen sind Wale Meister der Imitation. Dass sie irgendwo offenbar die Klänge einer Autoalarmanlage aufgeschnappt haben und jetzt regelmäßig von sich geben, sollte uns vielleicht zu denken geben.